Die Reihe über biblische Archäologie auf den Fußspuren des großen archäologischen Forschers Ron Wyatt endet jetzt mit der 6. Ausgabe Christus Omega. Es schadet gar nichts, dass wir einige Zeit gewartet haben mit diesem letzten Teil, und er sollte wirklich nur als letzter Teil von all dem, was Ron Wyatt vorher erforscht hat, präsentiert werden. Denn ohne ein Vertrauen zu haben zu diesem Mann aus Nashville, der 1999 gestorben ist und ein riesiges Lebenswerk hinterlassen hat, ohne dieses Vertrauen zu ihm grundsätzlich zu haben, würde ihm niemand glauben, was jetzt in dieser letzten Präsentation an Funden auftaucht. Alle würden sagen, ja, das ist Indiana Jones, solche Dinge gibt es nicht, nämlich er ist auf die Bundeslade gestoßen. Das ist ein rotes Tuch für viele Leute. Manche sagen, die sei ohnehin in Äthiopien aufbewahrt. Andere behaupten, die Babylonier hätten die mitgenommen, was natürlich nicht stimmt, weil alle Dinge sind erwähnt, die die Babylonier mitnahmen, die Bundeslade eben nicht. Also es gibt erheblichen Widerstand und die Geschichte ist so abenteuerlich, dass kaum jemand sie glauben würde. Außer eben, man hat das Vertrauen aufgebaut durch die Funde, die vorher präsentiert wurden und sich wirklich als wahr erweisen sollen, sobald man einfach tiefer in die Materie eintaucht. Wir haben hier eigentlich drei Teile, die wir euch präsentieren möchten. Der erste Teil beschäftigt sich mit einem Fund, den Ron gar nicht beabsichtigt hat. Der zweite Teil ist tatsächlich eben diese mysteriöse Bundeslade, wo sie ist, wie sie gefunden wurde und überhaupt, was für eine Bedeutung sie gehabt hat und in Zukunft vielleicht auch wieder haben wird. Und der letzte Teil sind noch zwei Originalfilme, Kurzfilme von Ron selber, die aufgenommen wurden und jetzt hier übersetzt wieder erscheinen. Schauen wir einmal zu den Anfängen dieser ganzen Forschung in Jerusalem. Es geht um das Gartengrab, von dem die Engländer sagen, dort war Jesus wirklich beerdigt für diese 3 Tage. Die Katholiken sagen, nein, das war irgendwo an einer anderen Stelle in der Stadt Jerusalem, innerhalb der Mauer. Das war natürlich immer ein Zwist. Ron hat immer, wie die englische Tradition, die anglikanische Tradition und auch die freikirchliche sagt, das Gartengrab ist der identische Ort. Er hat dort viele Spaziergänge gemacht und eines Tages sah er sich selber sagen, hörte sich selber sagen, hier ist die Bundeslade. Das war sehr komisch für ihn, aber weil er den Eindruck hat, Gott spricht manchmal auf seltsame Weise über seltsame Dinge, hat er angefangen dort zu forschen und auch zu graben. Er hatte diese Grabungserlaubnis in Jerusalem, weil er die Philistergräber, das waren Urnengräber im Mittelmeer, entdeckt hatte. Deshalb hat er sehr viele Boni und sehr viele Punkte in der Antiquitätenbehörde in Jerusalem. Er hat also die Grabungserlaubnis erhalten und begann diesem Felsabbruch entlang in die Erde zu graben, bis er auf den römischen Boden gelangte. Etwa nach 4-5 Metern stand er dann auf römischem Grund, hat dort unten gewühlt, fast wie ein Maulwurf auf dieser damaligen römischen Straße. Man konnte das auch klar identifizieren aufgrund der Münzen, die dort gefunden wurden. Und eine komische Entdeckung hat er an dieser Stelle gemacht, nämlich Löcher, die in den Boden gehauen waren, damit Kreuze dort eingelassen werden. Und insbesondere auf einem erhöhten Sockel ein einzelnes solches Loch für ein Kreuz, wobei er entnehmen konnte, dass normalerweise dort eben diese Hinrichtungen stattgefunden haben, nicht oben auf dem Hügel, sondern unten auf der Hauptstraße, denn dies war die Querstraße quer durch die Stadt oder entlang der Stadtmauer in römischer Zeit. Wie er diese ganzen Dinge erforscht hat, haben sich sehr viele merkwürdige Einzelheiten ergeben. Hier beschäftigen wir uns überhaupt mit der Kreuzigungsmethode der Römer. Das an sich ist schon ein großes, sehr wichtiges Thema, um zu verstehen, was haben die Römer gemacht mit diesen öffentlichen Schauprozessen, was haben sie bezweckt, wie haben sie das gemacht, wie haben sie die Gründe der Hinrichtung
appliziert, wie haben sie das dem Publikum klar gemacht, was eben zu einer Kreuzigung führt unter der römischen Fuchtel. All das kann man viel besser nachvollziehen, wenn man die Funde von Ron Wyatt in Betracht zieht. Aber er fand auch in der Umgebung andere Dinge, wie zum Beispiel den Ort, wo Menschen gesteinigt wurden, konnte man relativ klar identifizieren aufgrund von Knochenfunden. Er fand auch, dass Jesus nicht nur das Abendmahl genommen hat als letztes mit seinen Jüngern zusammen, sondern dass er wirklich zwischen einem Kornspeicher und einer Weinpresse gekreuzigt wurde. Also noch einmal zwischen diesen Hauptsymbolen, die seinen Tod deuten oder mit denen er seinen Tod als dieses stellvertretende Opfer gedeutet hat. Ron hat diese Dinge eigentlich nicht gesucht, er war immer auf der Suche nach der Bundeslade, deshalb hat er zu graben begonnen. Ein einziger Hinweis führte dann weiter in die Tiefe, es gab nämlich bei dem Hauptloch, wo dieser jeweilige Rädelsführer, und das war in diesem Fall eben Jesus Christus, gekreuzigt wurde, gab es beim Loch einen großen Riss, der durch Erdbeben verursacht worden war. Und dies führt dann zu der nächsten Entdeckung. Jeder Tag kommt durch.